Ältere Menschen haben schon immer häufig mit Verletzungen und insbesondere Knochenbrüchen Probleme gehabt. Und obwohl es hier einen wahnsinnig großen technischen Fortschritt in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, haben die Patienten häufig gar nicht so sehr davon profitiert. Wir haben sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass nur durch eine sehr enge interdisziplinäre Zusammenarbeit Probleme wie Lungenentzündung oder ein Delir als Komplikation von Verletzungen vermieden und behandelt werden können. Die Patienten profitieren ungemein von der Behandlung in einem alterstraumatologischen Zentrum. Hier geht es ja nicht nur um die Behandlung durch ein interdisziplinäres Team, also durch verschiedene Fachdisziplinen wie Innere Medizin und Chirurgie, sondern es geht auch um einen multiprofessionellen Einsatz der Behandler. Das heißt, hier gibt es eine enge Zusammenarbeit von Logopäden, Psychologen, Therapeuten, dem gesamten Pflegeteam, dem Sozialdienst und den Ärzten. Und so kann für jeden Patienten ein individueller Behandlungsplan erstellt und dann umgesetzt werden. Und das ist auch für die Patienten wirklich das Beste, was ihnen in der Situation passieren kann. Nun, dass so eine enge Zusammenarbeit für die Patienten etwas sehr Gutes ist, konnte mittlerweile ja in vielen Studien belegt werden. Auch der gemeinsame Bundesausschuss hat das in seiner Richtlinie für die Versorgung von Schenkel-Halsfrakturen aufgenommen. Und ich denke, dass das eine Blaupause sein kann, auch für die Behandlung von Patienten in Zukunft bei vielen anderen Fachgebieten und nicht nur in der Unfallchirurgie.